ist ihr ganz großes Ziel. Und das wäre ja auch schon insgesamt die dritte Spielerin, die ja ohne einen Grand Slam-Erfolg eben die Top-Position in der Damenwelt innehaben könnte, nach Jelena Jankovic und Dinara Safin. Wird sie nervös sein oder ist sie weiterhin ganz cool? Wird sie ihr Spiel durchziehen? Die Dänen. Wir werden es sehen. Jedenfalls wird sie dieses Spiel gegen Petra Kvitova hier beginnen. Breakchance für Kvitova. Die ganze Zeit reinkommt ins Return-Spiel. Petra Kvitova hat aber schon insgesamt drei durchaus leichtere Fehler gemacht hat. Sie weiß, dass sie diejenige ist, aufgrund dieser immensen Defensivstärke von Caroline Wozniacki, die eben die Punkte sich herausarbeiten muss. Gerade wenn Wozniacki die Fehlerquote minimal hält. Die Dänen ja bekannt dafür, dass sie immens viel zurückbringt. Auch Geduld gefragt bei Petra Kvitova, die sicherlich auf der Vorhand Vorhandseite stärker besetzt ist. Beim Return versucht die Fredde Bälle früh zu attackieren. Auch hier gut ein Sidestep in den Ball gegangen.
Die Idee, absolut richtig. Wäre nicht unverdient, wenn sie dieses erste Spiel für sich holen könnte. Aufgrund der Tatsache, weil sie eben diejenige ist, die hier zunächst mehr probiert, mehr versucht. Na, guckt sich um. Nee. Akzeptiert. Das ist gut. Sehr druckvoll, Petra Kvitova. Wenn sie es jetzt eben schafft, nicht allzu viele Fehler zu machen, kann die Bälle da ganz gut verteilen, weil Wozniacki eben aufgrund der Drucksituation, aufgrund der Defensivarbeit die Bälle nicht so platzieren kann. Also wenn sie das schafft, das klein zu halten, können wir uns hier auf ein Eckmatch freuen. Mhm. Sie hat's verdient. Ein langes Aufschlagspiel von Caroline Wozniacki. Und das Break für die Tschechin. Da haben wir ganz kurz eben ihren Coach gesehen. David Kurtisa. Der sie seit längerem schon begleitet und trainiert. Die 20-Jährige, die ja seit 2008 eine richtig starke Entwicklung vollzogen hat. Damals noch zu Beginn des Jahres 2008, 17 Jahre jung, 150. in der Welt, aber dann sorgte sie gleich schon mal zu Beginn sozusagen ihrer Karriere für Aufsehen. Venus Williams geschlagen und die Patti Schnieder zu Hause in Zürich, und mittlerweile steht sie auf der 34. Ganz kurzfristiges Ziel, wieder Top 30. Und das sind eben dann die zu leichten Fehler. Wozniacki ist durchaus bekannt dafür, dass sie auf einem konstanten Level spielen kann. Der ist auch weg. Das hat sie ein bisschen zu schnell hergeschenkt, dieses Aufschlagspiel, und somit gleich das Rebreak für Caroline Wozniacki. Hier haben wir ihren Vater Piotr, selbst der mal Fußballprofi gewesen, eh eine sportbegeisterte Familie. Der Bruder kickt auch noch in Dänemark, die Mama war Volleyballspielerin
Sie also hat sich dem Tennissport gewidmet, kometenhaften Aufstieg hingelegt in den vergangenen Jahren, inzwischen auch einen Wohnsitz angemeldet in Monte Carlo. Klar, hat auch wirtschaftliche Gründe und hat einen Tennisboom regelrecht ausgelöst in Dänemark. Dort fiebern sie natürlich alle mit. Unglaublich konstantes, erfolgreiches Jahr gespielt. Caroline Wozniacki ja zuletzt in Tokio erfolgreich gegen Dementjeva. Nächsten Breakchancen für Petra Kvitova. Gerade weil sie so viel riskiert, stellt sich natürlich die Frage, kann sie das über einen längeren Zeitraum so durchziehen? In Wimbledon konnte sie das zuvor, bei den ersten beiden Aufeinandertreffen, konnte sie es nicht. Dort gewann Wozniacki jeweils in zwei. Aber dieses hier, das Duell, das erste auf Hartplatz. Und das ist eben das Spiel der Caroline Wozniacki, die nicht gerade den schnellsten Gewinnschlag auf der Damentour hat, aber sie platziert eben richtig gut, kann das Tempo variieren und eben die Gegnerin in Fehler hineinmanövrieren. Somit auch die Spielerin zum Laufen zu bewegen. Und Petra Kvitova hat ein furchtbar anstrengendes Match hinter sich gegen Kaya Kanepi. Auch wieder fast 3 Stunden. Über 3 ging es da. Wie schon in Wimbledon übrigens. Ja, das sind Leichte. Und Vater Piotr nickt, ist einverstanden, gut das Service gehalten zu haben. 2-1 für die designierte Nummer 1. 2-1 Führung für Caroline Wozniacki gegen die Tschechin Petra Kvitova, die ihr erstes Aufstockspiel richtig schnell abgeben musste. Erst einmal entschuldigen Sie, liebe Zuschauer, natürlich auch für die kurzen Bildwackler und kleinen Tonstörungen. Wir hoffen mal, dass das jetzt nur ein Ausrutscher war. Ist ja auch ein langer Weg bis nach Peking, nach China. Zu viele Fehler bei Petra Kvitova.
Ja, den hat Wozniacki ziemlich früh erkannt, setzt ihn aber knapp in die Linie, weil sie den Ball auch nicht ganz ideal traf. Aber sie ist ja eine der fittesten und laufstärksten Spielerinnen überhaupt auf der Tour. Physisch sehr stark. Das ging wieder ziemlich schnell und ziemlich glatt. Break für Caroline Wozniacki. 3-1. Drei Spielgewinne in Folge für die Dänen. Den fünften Turniersieg geholt in diesem Jahr. Eben zuletzt in Tokio. Hat sie auch noch nicht zuvor geschafft. Erste Spielerin seit Justine Henin 2007, die so viele Turniersiege holen konnte. Zeigt eben schon, wie konstant dieses Jahr von Wozniacki bisher war. Ist ja auch schon längst qualifiziert. Als erste Spielerin hat sie das geschafft für Doha. Für das Turnier dann der besten Damen. Das sind Fehler, die nicht passieren dürfen. Rabenbälle, das sah zu Beginn gut aus, weil sie attackierte. Nur diese Streuung ist ja unglaublich. 16 Unforced Errors. Wir sind im fünften Spiel des ersten Satzes und nur eben zwei von Wozniacki. Mal gucken, ob Kvitova auch einen Plan B in der Tasche mit hat. Sehr ruhig, fokussiert die Dänen. Mal auf den Körper. Das erste Mal, dass wir das sehen von Wozniacki, der auch sehr viel am Aufschlag gearbeitet hat. Insbesondere auch in der kurzen Pause nach Wimbledon. Ein Trainingsschwerpunkt. Andere war auch die Physis. Wieder der Aufschlag auf den Körper. Und der Spielgewinn. 4-1 für Wozniacki. Es wirkt und sieht sehr abgeklärt aus, was Wozniacki hier spielt. Lässt sich auch nicht beeindrucken. Eine Runde weiter. Hier in Peking übrigens Novak Djokovic, der Topgesetzte. Alle drei
Deutschen raus. Flo Meyer schon in der ersten Runde. Philipp Kohlschreiber unterlag John Isner. Und Michael Berra nach tollem Spiel dann doch in 3 unterlegen gegen Gilles Simon. Bewegt von Kvitova, die mal versucht mit etwas mehr Spin zu arbeiten, die Ballwechsel länger zu gestalten. Kämpft. Studie von Kvitova, leicht in der Rückwärtsbewegung. Kein einfacher Schlag, weil der ganze Körperschwerpunkt eben nach hinten verlagert ist, aber gut ausbalanciert. Es ist wichtig, dieses Aufschlagspiel von Kvitova dran zu bleiben, ein Gefühl dafür zu bekommen bei eigenem Service. Nur 27% gewonnener Punkte, wenn der erste kommt. Natürlich eine indiskutable Quote. Sie riskiert Petra Kvitova. Sie bleibt ihrer Linie erst einmal treu. Ganz nah an die Linie gespielt. Sowohl hier in dieser Rallye mit der Vorhand, als auch eben dann der Abschluss mit der Rückhand. Spielball. Der ist weg und somit bleibt sie dran. Petra Kvitova, kurzes Durchatmen bei der Tschechin, die ja in Prostějov trainiert. Großes Tenniscenter dort in Tschechien. Und wenn die Zeit es zulässt, dann auch zusammen mit Thomas Berdych oder auch mit Lucy Safarova. Ja, sehr gut befreundet mit Safarova, die war hier auch am Start. Hat in der ersten Runde gegen Andrea Petkovic verloren. Die Deutsche ja dann raus gegen Vera Svonarev. Ja. Oh. Sie guckt sich den nochmal an. Erstes Gefühl habe ich auch gedacht, dass der draußen war. Cataluni sah das auch. Und der sitzt natürlich deutlich besser. War sich da wohl sehr sicher, der Franzose. Und er hat vollkommen recht.
bisher eine ganz gute Phase, was die Sicherheit in ihren Grundlinienschlägen anbelangt. Frage ist eben nur, wie lange kann sie es halten, die Tschechin. Gut, drei Breakchancen. Sehr viel Spin. Richtig gute Genauigkeit. Aber zwei Chancen bleiben ihr noch, um den Satz wieder auszugleichen. Der Konter von Wozniacki aus vollem Lauf da die Linie runter. Also ein bisschen überrascht. Bin gespannt, wie sie sich jetzt verhält, Petra Kvitova. Bleibt sie aggressiv? Oder spielt sie den Return vielleicht ein bisschen passiver rein? Aggressiv. Klasse. Klasse von Petra Kvitova. Ansatzlos diesen Dropshot ins Spiel eingestreut. Spät zu sehen für Wozniacki. Aber da haben wir nochmal ihre Grundständigkeit nochmal erleben dürfen von der Dänin. Nichtsdestotrotz das Break für Kvitova. Verkürzt also auf 3-4. 7 Spiele haben wir gesehen. 5 Aufschlagverluste. Interessant zu beobachten, dass Kvitova, wie gesagt, ihrer Taktik erst einmal die Treue hält. An sich glaubt, eben an ihre Stärke glaubt. Wunderbare Aufnahme hier von Caroline Wozniacki, die sehr antrittsschnell daherkommt, daran immer wieder arbeitet, sie natürlich nahezu keine Chance mehr hat, den Ball entsprechend noch zu platzieren. Sie ist eine lange aufgeschossene Tschechin, die über eine gute Reichweite verfügt, und der Vater Piotr bringt ein paar Instruktionen mit. Sprechen Polnisch. Die Eltern kommen ja aus Polen, vor vielen, vielen Jahren nach Dänemark dann ausgewandert. Auch natürlich in Polen. Viele, viele Fans von Caroline Wozniacki, aber gerade in Dänemark. Unglaublich großes Interesse. Allen voran zum Beispiel während der US Open, als sie durchaus die Favoritin war auf den Turniersieg. Dann doch scheiterte an Vera Svonareva, die ihrerseits ja A, hier auch am Start ist, und B, völlig chancenlos war im Finale dann gegen die Titelverteidigerin Kim Kleisters.
Na klar, wenn die kommen, sieht spektakulär aus. Das ist so gut. Guter Winkel. Omosnacki. Sie reagiert und kontert so stark, weil sie sich eben auch exzellent bewegt. Das ist Voraussetzung, um eben dann noch ideal auch zum Ball zu stehen. Die Vielspielerin auf der Tour. Caroline Wozniacki. Rabentreffer. Breakchance Wozniacki. Apropos viel Spielerin. Das ist ja ihr 71. Match bereits. Nur mal so zum Vergleich. Sie spielt ihr 42. Petra Kvitova. Exzellente Breakball-Statistik, die wir hier sehen. Effektiv. Wozniacki. Caro, wie sie von ihren Freunden genannt wird. Da stand sie nicht gut. Und somit das Break für Wozniacki und die Chance hier, einen Schritt Richtung Nummer 1 zu machen, wenn sie sich diesen ersten Durchgang dann doch holen sollte. Kvitova hatte Spielball zum 4. Zwei dann doch sehr leichte Fehler. Ein Rabenball dazwischen bei dieser Vorhand, passte gar nichts. Das ist nicht konstant genug. Du wollen die Challenge. Und das ist eine gute Challenge von der Tschechin, der war dann doch glatt drauf.
Was für eine Chance. Zwei Chancen, die sie da liegen lässt. Das sagt alles aus. Die unerzwungenen Fehler. 21 bei Kvitova, nur 4 bei Wozniacki. Ja, es hilft nicht immer nur die spektakulären Schläge bei 15 beide oder bei 0,15 zu fabrizieren. Breakbälle, die sollte man nutzen. Chancen hat sie. Und sie verschenkt sie. Zwei von acht inzwischen. Das ist schwach. Das muss man so klipp und klar sagen. Der erste Satz geht an die Favoritin, an Caroline Wozniacki, weil sie eben auch sehr viele Punkte bekommen hat. Durchgang Nummer 2. Wozniacki führt gegen Petra Kvitova 1-0 in den Sätzen. Hört sich deutlich an, das Ergebnis. Der Spielverlauf ist gar nicht so deutlich. Die Bayern, die beiden, die bewegen sich gar nicht so weit voneinander entfernt. Das werden wir, denke ich, auch noch mal gleich an den Zahlen des ersten Durchganges dann doch sehen. Kämpfen kann sie, Petra Kvitova. Das hat sie unter anderem gezeigt in Wimbledon. Hat sie gegen Kaya Kanepi 5 Matchbälle abgewehrt, um beim 8:6 im dritten Satz zu triumphieren. Starker Return von Wozniacki, die hier bei ihren 3 vorherigen Teilnehmern immer in der ersten Runde ausschied.
gut gegen die Laufrichtung gespielt von Kvitova. Gleich die nächste Breakchance für Caroline Wozniacki, die ja einfach nur richtig gute Ergebnisse vorzuweisen hat. Seitdem es auf die Haarplätze zu... Der ist weg und somit gleich der Aufschlagverlust von Kvitova. Gleich das Break für Wozniacki, 1:0 in diesem zweiten Satz. Wie gesagt, nachdem es nach Wimbledon auf die Haarplätze ging, gewonnen Montreal, New Haven, Tokio, also drei Turniersiege. Das sind die Zahlen übrigens. Nur 7 Punkte hat sie mehr gemacht, Wozniacki. Darum sagte ich auch, dass das eben nicht allzu weit auseinander liegt, aber Unforced Errors. 24-4 Kvitova. Klar, hat sie auch mehr Gewinnschläge hier fabriziert, weil sie auch deutlich höheres Risiko eingegangen ist, aber dieses Missverhältnis zwischen Gewinnschlägen und eben diesen sogenannten Unforced Errors einfach zu gewaltig. Und so kann man natürlich einen Satz, geschweige denn einem Match, nicht gewinnen. Auch wieder gute Vorbereitung, zu viel Rücklage, Rahmen ebenfalls noch im Spiel. Klasse natürlich erlaufen, dieser Stop von Wozniacki. Die eben nicht diejenige ist, die auf dem Statistiktableau bei den Winnern so dermaßen auftaucht. Das ist nicht ihr Spiel. Sie spielt die Bälle lieber aus. Schafft sich dann den Platz. Sehr vielseitig. Ist weg. Das schwankt. Dabei ist es gar nicht so windig hier in Peking. Chancen hat Petra Kvitova. Keine Frage. Das ist die Defensivarbeit von Caroline Wozniacki auf höchstem Niveau. Das müssen wir so festhalten. Der Volley war gar nicht so einfach, weil ein tiefer Volley war für die hochaufgeschossene Petra Kvitova. 2-0 und wir müssen ja einen Fakt festhalten, dass die Tschechin erst ein einziges Mal bislang in diesem Match ihren Aufschlag hat halten können. Das ist mal niederschmetternd. 0% gewonnener Punkte
mit dem zweiten. Und die erste Zeile war nicht dementsprechend positiv. Deswegen hat sie auch Probleme, eben ihren Aufschlag zu halten. Zudem kommen die Fehler hinzu, über die wir schon gesprochen haben. Falsche Wahl. Falsche Schlagwahl. Bisschen irritieren lassen, womöglich auch von Wozniacki. Stand sie sehr dicht dran am Ball. Wieder sind zwei Spielbälle weg für Petra Kvitova. Wieder wird's eng. Kann auch nicht ebenso den Druck ausüben, obwohl sie Linkshänderin ist, mit dem Aufschlag auf die Vorteilseite, um die Gegnerin mal nach außen zu treiben. Auch da steckt sicherlich noch Potenzial. Wie gesagt, sie ist jetzt 20 Jahre jung. Wozniacki ist schon ein paar Schritte weiter. Ja, der ist gerade noch so gut. Wobei die Distanz da auch beinahe gar nicht mehr stimmte. Da hat sie den Ball ein bisschen unterschätzt. Das sehen wir, glaube ich, hier nochmal ganz gut in der Wiederholung. Über Schulterhöhe. Das war der letzte Treffmoment, den sie da haben konnte. Gut gelöst. Technisch anspruchsvoll.
Nächste Breakchance, Wozniacki. Zweimal jetzt ein bisschen Pech gehabt mit der Netzkante, Petra Kvitova. Also zwei Aufschlagverluste macht Kvitova nicht mehr gut. Dafür ist Wozniacki, auch wenn sie durchaus aggressiver spielen kann, in manchen Phasen ist das dann doch ein bisschen zu zurückhaltend, aber es geht ja gut. Zu stabil, zu konstant. Der Fehler vorprogrammiert, mehr oder weniger. Die dänische Flagge ist zu sehen. 3-0 Wozniacki mit riesen Schritten geht's Richtung Viertelfinale und Nummer 1. Viel fehlt nicht mehr für Caroline Wozniacki. Wir gucken mal auf die Zahlen. 75% erste Aufschläge. Sie ist nicht die Aufschlaggewaltigste, geht sehr viel auf Quote. Alles im Durchschnitt, dann was die gewonnenen Punkte anbelangt. Fast eine Stunde vorbei. 6-3. 3-0. Für die kommende Nummer 1. Sie wird Serena Williams ablösen, denn sie wird das Match nicht mehr verlieren. Da bin ich mir sicher. Serena Williams hat ja seit Wimbledon kein Match mehr bestritten. Aufgrund dieser Fußverletzung. Gibt es auch Bilder davon, wie angeschwollen das ist. Herr Serena. Beide Williams zu sagen. Viele Verletzungen in dieser Saison. Hatte Wozniacki ja durchaus Glück, hatte mal ein paar Knöchelprobleme im Vorfeld und auch noch während der French Open. Aber alles ausgestanden. 35-5, unglaublich. Sie vielleicht 10, 12 weniger davon. Petra Kvitova ist das hier deutlich ausgeglichener, das Match. Und da waren ja wirklich viele dabei, wo man gesagt hat, huh. Die sind wirklich vermeidbar gewesen. Gegnerin steht ja schon fest. Anna Ivanovic, also Wozniacki Ivanovic. Tolles Match dann im Viertelfinale. Ivanovic ja leisen Schritten auf dem Weg zurück in die absolute Weltspitze. Zu später Treffpunkt, deutlich zu sehen. Und dann geht der Ball eben auch schnurstracks klar ins Aus. Fast hinter dem Körper gespielt. Spielball zum 4-0. 60 Minuten absolviert. Der Glaube ist auch nicht mehr vorhanden bei Petra Kvitova. Sieht man auch in der Körpersprache. 4-0. Natürlich ist auch eins Fakt, wer eben nur einmal den Aufschlag durchbringt, bislang. Und zudem eben diese ungemeine hohe Anzahl an Federn produziert, der hat eben wenig Chancen.
gerade nicht gegen Caroline Wozniacki, gegen die so stabil spielende 20-Jährige aus Dänemark. Die sich auch hier Revanche im Vorfeld der Partie nehmen wollte für diese glatte Niederlage in Wimbledon. Dort im Achtelfinale. 2 und 0 für Kvitová. Zu selten hat sie dieses taktische Mittel auch mal richtig gut gespielt mit dem Aufschlag nach außen, um so die Vorhandseite von Wozniacki freizuschaufeln. Da wird sie noch arbeiten müssen, eben um auch die richtige Mischung zu finden zwischen wann spiele ich etwas mehr Spin, wann durchaus glatter. Sie hatte 40-0. Zuschauer, versuchen Sie noch mal ein bisschen aufzumuntern. Sie holt sich noch mal das Spiel. Wenigstens nicht zu null. Vielleicht das so eine kleine Zielsetzung für Sie in diesem Satz. Ich darf Ihnen sagen, liebe Zuschauer, dass wir nach diesem Match übrigens noch ein bisschen hier in Peking verweilen werden. Denn aufgrund der Tatsache, weil Wozniacki sich hier die Spitzenposition schnappen wird, ich denke, ein 4:1 lässt sich die Dänen nicht mehr aus der Hand nehmen. Da wird es hier von der WTA, also von der Vereinigung bei den Damen, eine kleine Zeremonie hier geben. Um sie links im Bild zu ehren, die neue Nummer 1 der Damen-Tennis-Welt dann zu sein. Wie erwähnt, ohne Grand-Slam-Sieg. Da hat es ja auch mal zwischen Serena Williams und Dinara Safina so ein paar Wortgefechte gegeben, als Dinara Safina die Nummer 1 war und Serena Williams die 2. Da gab es so nach dem Motto von Serena aus, naja, also wer ist denn die wahre Nummer 1? Wer hat denn ein paar Grand-Slam-Siege auf seiner Seite zu verbuchen? Da wurde ein bisschen gestichelt. Safina sagte, das lässt mich alles ganz kalt. Ich habe einfach eine konstante Saison gespielt. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn Wozniacki eben jetzt Serena Williams ablöst, die natürlich nicht dagegen halten konnte aufgrund ihrer Verletzung. Aber klar ist auch, eins, also wer so ein Jahr spielt, und das ist ja noch nicht vorbei, wer eben 5 Turniersiege holen konnte,
Zudem noch einige Halbfinalteilnahmen, Viertelfinalteilnahmen, also konstant einfach. Der hat es dann auch verdient. So ist eben das Punktesystem. Aber klar ist natürlich auch, dass sie eine Menge Punkte dann zu verteidigen hat im Jahr 2011. Dieser Workaholic aus Dänemark. Wieder noch anfangen zu studieren. Business Management. Also man steckt sich weitere Ziele im Hause Wozniacki. Konsequent. Petra Kvitova, wenngleich immer mal wieder der Fehler hier mitschwingt. Aber es führt sie gut aus. Nochmal Breakchance. Endlich nutzt sie mal eine. 2-4 aus Sicht von Kvitova. Das sind natürlich Dinge, die man positiv mitnehmen kann. Dann aus so einem Match nach dieser langen Durchstrecke ja zuletzt. Nur bei den US Open mal über die erste Runde hinausgekommen. Dann da verloren gegen die spätere Siegerin Kim Kleisters. Das ist mal wieder so ein Schritt in die richtige Richtung von Petra Kvitova. Bei diesem Turnier in Peking. Na klar, alles im Hinblick auf den Zeitraum seit Wimbledon. Tja, manchmal ist ein Match schon verloren und man spielt befreit auf. Man spielt gelöster. Jetzt hat man dann nichts mehr zu verlieren. Kämpft sich dann durchaus schnell heran. Und wenn es dann in die heiße Phase geht, dann kommt manchmal eben wieder der Rückfall. Denn dann, wenn man merkt, so, jetzt bin ich dran, jetzt habe ich die Chance, man will wieder zu viel. Das wird sie hier, Wozniacki, auch wenn sie noch nicht jahrelang auf der Tour ist, aber sie hat durchaus schon so viel Erfahrung jetzt sammeln können. Ich denke, nicht allzu sehr beeindruckend.
Hier verzieht sie. 15:40. Gleich die Rebreak-Möglichkeiten. Also wohl nur ein kleines Strohfeuer. Exzellente Effektivität. Bosniaki. Wie gesagt, Kvitova hatte ihre Chancen. Wir haben es gesehen. 3 von 9. Davon hat sie einige Breakbälle mit leichten Federn weggeworfen. Nochmal das Come On von Wozniacki. Papa Piotr macht sich auf den Weg, womöglich nochmal zu ihr. 5-2. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung schlägt sie zum Match auf. Für sie natürlich Unterbrechung. So, nochmal die Worte vom Vater. Wenn ich jetzt Polnisch könnte, liebe Zuschauer, ich würde es Ihnen sofort übersetzen. Aber ich verstehe da kein Wort. Vielleicht, wenn ich die Gestik deute, den Ball etwas weiter nach vorn werfen, nicht zu weit in den Rücken. Aber das ist spekulativ. Gucken wir auf tolle Studien der beiden hier aus diesem Match. Dass Caroline Wozniacki jetzt beenden kann. Und dann wird sie ganz genau wissen, dass sie die neue Weltranglisten-Erste ist. Sie hat in den Pressekonferenzen immer wieder betont. Also das ist bei mir im Kopf kein Thema. Da denke ich überhaupt nicht darüber nach. Ich weiß nicht so, ob ich sie abnehmen soll. Denkt nur über das Spiel nach, wie sie sagt. Ist ja auch ein riesen Fußballfan. Übrigens, Caroline Wozniacki, FC Liverpool. Gut, dem Club geht es nicht ganz so gut, aber wurde ja übernommen. Von den Besitzern ja des US-Baseball-Teams der Red Sox. Also Reds und Reds. Also sie schwärmt richtig für den FC Liverpool. Fernando Torres und Steven Gerrard ja ihre Lieblingsspieler. Auf geht's Richtung Matchgewinn. Symptomatisch. Noch einmal, so kann man Wozniacki nicht gefährden. Das ist alles andere als konstant. Zwei Matchbälle, Caroline Wozniacki. Und dann schreiben wir Geschichte. 75 Minuten vorbei. Die erste Dänin, die Nummer 1 erreichen wird. Und sie hat sie in diesem Moment. 15.03 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Oder 21.03 Uhr Ortszeit in Peking. Caroline Wozniacki steht nicht nur aufgrund dieses 6:3, 6:2 im Viertelfinale der China Open in Peking. Nein, sie grüßt und küsst als neue Weltranglisten-Erste. Sie löst Serena Williams ab. Und das ist ein irrer Triumph für die erst 20-jährige Caroline Wozniacki, im Juli erst 20 Jahre geworden und schon ganz, ganz oben. Kleiner Makel, kein Grand Slam-Sieg. Bislang.
So viele Zuschauer haben es nicht mitbekommen. Wir gucken mal auf die Zahlen. So, und da sehen wir Unforced Errors. Schauen Sie sich diese Zeile an, diese dritte von unten. 7-mal Wozniacki, das ist exzellent. 44, das ist viel zu viel bei Petra Kvitova, die einige Breakchancen hatte, sie nicht nutzen konnte. Wozniacki brauchte. Und das ist ja auch ihr Spiel. Die Bälle mehr oder weniger, das ist immer leichter gesagt als getan, oft im Spiel halten. Das macht sie aber durchaus mit sehr guter Präzision und guter Länge. Sie ist schwierig eben auszuspielen. Die Gegnerinnen müssen zumeist ein viel, viel höheres Risiko eingehen, sind dann eben auch anfälliger, was Fehler anbelangt. Und das ist eben dann schon eben ein richtig gutes taktisches Spiel von Caroline Wozniacki. Die trifft jetzt ja im Viertelfinale auf Ana Ivanovic, also auf die Serbin, ja auch ehemals Nummer 1 gewesen. Wir schauen mal auf die Nummer 1, die da schon mal grüßte. Chris Evert, Martina Navratilova, logischerweise. Und jetzt wird sie also geirrt. Kleine Zeremonie, hat das Turnier noch nicht gewonnen, aber eben... Die Nummer 1 ist sie ja jetzt geworden. Und jetzt weiß ich es auch ganz sicher. Die Gratulation, selbstverständlich. Da gibt es einen kleinen Preis dafür. Einen kleinen Pokal oder was ist es? Das ist eine Vase vielleicht. Mit ein paar Diamanten auch geschmückt. Glückwunsch auch von Eurosport. Na klar, an Caroline Wozniacki. Gute Besserung weiterhin an Serena Williams, dass sie dann eben auch auf Augenhöhe dann dagegenhalten kann mit Blumen. Das ist auch so ein bisschen sinnbildlich hier für diese Veranstaltung. Die 1 für Caroline Wozniacki. Vielleicht gibt es da noch ein paar Worte von der Dänin. Ja, da kommt doch schon das Mikro. Tja, der Papa sicherlich auch richtig stolz. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle rausgekommen seid. Das ist was ganz Besonderes für mich, überhaupt keine Frage. Dafür habe ich gearbeitet, mein ganzes Leben. Ich kann das noch gar nicht so richtig fassen. Das wird noch ein paar Tage dauern. Natürlich danke an meinen Vater, an die ganze Familie, an den Trainerstab. Ja, und ich kann mich einfach nur bedanken bei all meinen Fans und auch natürlich auch der Dank an die Zuschauer, die hier auf dem größten Platz der Anlage zugegen waren. Lotus Court, der größte Platz hier im National Tennis Center von Peking. Also sie kann das so gar nicht so richtig realisieren. Caroline Wozniacki, was legt die für eine Karriere hin? Fast 6 Millionen Dollar schon an Preisgeld gewonnen. Davon fast 2,5 Millionen in dieser Saison. Ein richtig starkes Jahr 2010 bislang von Caroline Wozniacki. Was kommt dann noch? Nächstes Ziel wird sein, ein Grand Slam Sieg. Also da bin ich mir sicher, dass das als nächstes auf der Agenda stehen wird bei Caroline Wozniacki. Nicht, dass da der Marke bleibt wie bei Dinara Safina oder Jelena Jankovic. Die haben natürlich auch noch Chancen, irgendwann mal ein sogenanntes Major zu gewinnen. Aber das will sie unbedingt und sie hat alle Voraussetzungen dafür, weil sie auf jedem Belag auch gut spielen kann. Auf Sand, auf Hartplatz oder eben auch auf Rasen. Und dass sie da sicherlich noch ihre größten Entwicklungsschritte sieht. Aber sie ist sehr, sehr vielseitig. Eine Allrounderin, Caroline Wozniacki. Und aufgrund dieser so erfolgreich konstanten Saison bislang, kann auch der Turniersieg hier in Peking dazukommen. Doha ist schon auch noch so ein Ziel, was man haben kann, bevor es dann eine kleine Pause gibt zum Jahresende, um dann vollgestärkt das neue Jahr 2011 zu beginnen. Mit dem ersten Highlight und Höhepunkt, die Australian Open in Melbourne. So sieht das aus. Ja, ein paar Diamanten könnten es sein, wenn man
die Nummer 1 wird. Man soll ja nicht ohne etwas den Platz verlassen. So, wir gucken noch mal auf die ehemaligen Spielerinnen, die es geschafft haben, die Nummer 1 zu werden. Steffi Graf 1987, Martina Hingis, die Schweizerin 1997, natürlich dann immer für einen etwas längeren Zeitraum. Jennifer Capriati sind wir da 2001, die Nummer 1 gewesen. Dann die großen Namen, Tracy Austin, Martina Navratilova, Chris Evert, Dinara Safina, Jelena Jankovic haben wir da unten. Und nun also die nächste junge Spielerin, die es geschafft hat, Caroline Wozniacki. Mal gucken, wie lange sie sich halten kann. Die Vielspielerin Serena Williams schaffte es als erstes, die 1 zu erklimmen. 2002, kurz nach ihrer Schwester. Jetzt hat sie also dieses tolle Erreichen. Wie untermalt.